Morgen, Mami. Wie wär's, wenn wir am Wochenende zusammen schwimmen gehen? Guten Morgen, Bibilein. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wie wär's, wenn wir am Wochenende zusammen kegeln gehen? Morgen, Schatz. Also ich... Mami und ich wollen lieber ins Schwimmbad. Aber da waren wir doch erst neulich. Neulich war vor 3 Monaten. Moment, du willst ins Schwimmbad, Bibilein. Hörst du? Deine Mutter möchte lieber kegeln. Nein, das möchte ich nicht, Bernhard. Nein? Nein. Ich wünsche mir 2 ruhige Tage in der gemütlichen Hexenpension zum Hexenbesen. Gemütliche Hexenpension? Zum Hexenbesen? Genau. Die Besitzerin Herbergia habe ich auf dem letzten Hexenkongress kennengelernt. Und was macht man in so einer Pension? Nicht viel. Ausschlafen, Bücher lesen, am Kamin Tee trinken, in der Laube Karten spielen. Was soll ich denn in einer Hexenpension, Barbara? Der einzige Mann unter lauter schrulligen Althexen? Und ich die einzige Junghexe. Also ich bin weder alt noch schrullig. Du natürlich nicht, Mami. Aber Hexenpension klingt total verstaubt. Das finde ich auch. Kegeln klingt frischer. Und schwimmen erst. Nein, ich bin ausgelaugt und wünsche mir Ruhe und Erholung. Gerne auch ein wenig verstaubt. Ausgelaugt? Das bisschen Haushalt macht sich doch von alleine. Bernhard Blocksberg, ich höre wohl nicht recht. Schon gut, Schatz. Aber ich wünsche es mir. Bitte sagt ja, beide.